Moin, Ron hat ja einen Fußballspieler in der Firma. Den werde ich jetzt erstmal bequatschen, dass der nach Stippvede kommt. Wieso willst du den haben? Weil er hat polnische Liga gespielt. Und ich glaube, der würde uns gut stehen. Paco! Paco, mein Bester! Paco, wir beiden haben jetzt 5 Minuten gespielt. Komm mal her. Mach im Radio aus, nein, oder? Nein, nicht sofort Vollzeit. Ich spreche fast nie. Paco, du musst endlich ganz kurz die Kelle zur Seite legen. Ja. Ganz kurz. Paco, ich habe gehört, du bist der gnädigste Fußballspieler. War ich damals. Ja, jetzt vor 10 Jahren. Ja, 10 Jahren, das machen wir bringen dich wieder nach vorne. Ja, den auch. Aber willst du mich denn? Sei mal stolz, Paco, dein T-Shirt. Er lebt für sein Chef. Ja, und du lebst jetzt auch für Stillfelder, okay? Haben wir einen grünen Punkt? Haben wir dann Willi jetzt einen Club? Was ist? Was machst du denn da? Ich muss ihn bequatschen! Du musst ihn bequatschen? Ja, er soll bei uns. Fahr mal lieber nach Hause und lässt ihn in den Küchentisch und trinkt das Tee. Nee, er will ich das nicht. Ich hab mal einen Tee, ich soll trocken im Zweifel. Da kriegt der Krümel von dem rein. Ja, wo nimmst du denn? Ich möchte jetzt ihn Paco nach Stillfelder holen. Du, das kannst du in seiner Pause machen. Er ist doch jetzt am Arbeiten. Siehst du das nicht? Das kostet hier alles ein Vermögen an Geld. Oh Gott, ich kann ja wohl 5 Minuten. Wenn ich nein, nicht stehen, wenn du nicht nur 5 Minuten, Udo. Ja, wenn du mich bei der Hinstellung. Aber wie er auch deine Mitarbeiter während der Arbeitszeit anquatscht. Paco hat gesagt, nein, ich darf nicht abgelenkt werden, ich muss arbeiten. Das hat ja auch gesagt, das weiß ich. Ja, hat er doch auch, weil ja, ich schon mal ein Handy war. Komm, lass mich tun so, als wenn die gar nicht da sind. Also, Paco. Udo, Oh, Roddy, der ist ein super Fußballspieler. Dann mach ich doch eben, helf mir doch eben mit die Platte da dran, Mann. Da hat er auch Zeit zu reden. Ich hab gute Klamotten an den Pass. Ich hab immer nur an die guten Klamotten. Tausendmal, wenn man draußen kommt, wenn man produktiv ist, wenn man die Dachrinne sauber macht. Wenn du produktiv machst, geht sie kaum. Ja, und ich steck mal so ein Schluft. Guck mal hier ist das Papi, die fliegen. Da guck mal hier, flieg, wie das Gummi ist. Ja, dann bring doch mal einen vernünftigen Keks. Ist ja was gegen, dann mach mal auch mal zu. Weißt du, nämlich nicht mal mit Sesam. Pass auf, ehrlich. Eine Sesambrötchen hier gar nicht. Wie, kriegst du nicht? Nein. Warum nur nicht? Nur normale gibt es hier. Ja, Paco, dann ist ja voll. Nur normale Brötchen, Wilke. Sag mal ruhig. Weißt du, wieso Paco nicht in Stillfelde spielen möchte? Er hat mir das erklärt. Ja. Weil wer steht dann am Spielfeld dran, Paco? Ja. Ihr drei, na klar. Und dann? So, lauf mal schneller! Das weiß ich genau. Schnellaus, VIP, Ron, Wilke, Udo und... Die kannst du uns ja wohl mal bauen. Wie das passt, Alter. Wunderbar. Paco, jetzt kannst du mal ganz kurz. Wenn VIP bereit, wir drei, dann bist du herzlich eingeladen. Aber nach dem Spiel. Und wenn du ein gutes Spiel gemacht hast, dann darfst du bei uns wirklich auch im Sitzen kriegst und essen. Kann ich Bierchen noch dazu? Ja, Bierchen, ja. Aber Paco kommt nur zu uns, wenn Wilfried auch wieder anfängt, Nummer 96. Und Mirko muss auch bei uns spielen mit Nummer 101, ne? 101. Also kann ich den Vertrag fertig machen. Aber du musst auch mindestens einmal im Monat muss auch eine Frau bespielen lassen. Das ist so, wir brauchen. Aber glaubst du nicht, wenn Basel jetzt mitguckt... Mit Harry müssen wir nochmal drüber. Da haben sie so einiges zu Ohren gekommen. Da muss ich ja mal ein Telefonat führen. Ja. Aber dass du als verantwortungsbewusster Geschäftsführer eines Großunternehmens uns diesen Juwel unterschlägst und nicht sagst, Mensch, der Paco, der wäre was für Stillfelde. Ich dachte, du lebst für uns. Das habe ich auch, das tue ich auch. In allen Belangen. Aber nicht, was das angeht. Weil ich dann genau weiß, ist er so ausgelaufen, weil er jeden Tag zu euch muss, ne? Zum Trainieren, zum Spielen, zum Lachen, zum Tun. Dann hat er keine Power mehr zum Arbeiten. Und das geht nicht, Udo. Udo hat... Udo, jetzt mal ganz... Nee, Udo, aber Udo, das muss ich sagen, Paco kann das beweisen. Udo hat gesagt, stimmt's, Paco? Wenn du zu uns kommst, bezahlt Udo dir Gehalt, du musst nicht mehr arbeiten. Das stimmt doch gar nicht! Jawohl, das hat Udo gesagt, ne? Das stimmt doch, jetzt fang ich an zu quatschen. Da war ja noch was. Was ist da hinten eigentlich los? Hast du Mikro gehört? Lass mal, ich komm mal mit. Mikro! Also jetzt werde ich schnell. Ach so, ja. Mirko! Mirko will Fußball spielen. Der kennt doch nur seine Startkartenschuhe. Leeren Fußballschuhe geht aber gar nicht. Was machst du da oben jetzt? Und tust du da auch rum? Ich arbeite. Ja, das ist auch wieder super, dass du einen Film für die BG, ne? Alles das Klasse. Oh Mann, ich guck dir das mal an da. Das Abenteuerliche hier. Mirko, hast du dich auch angeseilt? Was? Ob du dich angeseilt hast? Ja. Ja, genau, sehe ich wohl. Mhm. Okay. Ja, das sind die Bänder, genau. Blue Jack hier, ey. Ja, die Band sollte auch schon zu sein. Wieso bist du eigentlich hier?
weil das sonst nicht läuft hier. Ich muss hier alles in der Hand nehmen. Siehste, was ist jetzt schon wieder? Er kommt. Der hat mir gerade gesagt, er kommt. Wetten von Nick? Wetten von wohl? Wie viel? Kiste Bier und Karton Veterano. Still, ja, mein Alter, Mann ist mag. Was soll man denn da kommen? Das ist mein Menago. Also ich kann mir noch richtig gut im Schimpfelde Outfit vorstellen. Ich auch. Die Leute werfen uns ja mal vor, wir kaufen Spieler. Was nicht so ist, wir nee, schicken haben einfach, ja gehört gerade. Wir schicken, ja. Nee, das ist ja nicht kaufen. Du bezahlst Pacos, nee. Du bezahlst Pacos Gehalt, er muss nicht mehr arbeiten, kommt dafür nur Schimpfelde. Ja, Udo, macht die Baust dann? Udo. Udo. Ja, Udo, das muss ich Udo. Udo. Ey, der Bicke. Weil dann dauert noch 2 Monate, dann kann ich Paco nämlich auch nicht mehr bezahlen. Weißt du? Das will ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Baustelle geführt hätte, dann wäre das, hättest, yes. Dann wäre das schon fertig gewesen. Ja. Ja, wir haben nur nicht mal angefangen. Das meinst du? Nee, das weiß ich. Das weiß ich. Dann wäre hier schon Betrieb. Hast du schon mal eben oben geguckt? Hast du oben schon mal in den Badezimmer geguckt? Das kannst du den Zuschauern mal erzählen. Oben war ein Badezimmer versteckt, ne? Oben war wirklich ein Badezimmer. Dann lass mal hingehen. Ganz gerne, komm her. Das ist wirklich, das habe ich nicht geglaubt. Wie? War hier versteckt? Hier war wirklich ein Badezimmer versteckt. Warum auch immer hier ein Badezimmer versteckt war. Es war mal geplant, es war mal gebaut. Und jetzt kommt mir der Clou. Jetzt geht er mal rein und guckt da mal rein, was da drin stand. Also die Wand hier, die war zu. Die war komplett zu. Hier war, du konntest nicht reingucken, nichts. Da steht komplett Wand. Da steht alles drin. Ja, fahr du auch nur durch den Boden durch. Das wäre eine geile. Ey, bin ich blöd oder was? Halt ich dann irgendwie durch oder was? Ja, du gehst da doch einfach du rein. Ja, aber ich stehe doch auf dem Holz. Du wusstest aber noch gar nicht, ob das Holz da irgendwo aufliegt. Das musst du gar nicht sehen. Du bist einfach mal so reingelaufen. Ja, stell dir mal, vor. Ich bin unten und angekommen und jetzt wieder aufgesammelt. Oh Mann, du nee, du lass mich doch mal rein da. Vorsichtig, alle ab! Gewichtstechnisch ist das nicht für 2 Personen zu gut. Ich habe jetzt mit dem Ernsthaft, hier stand alles drin. Die Wand war komplett zu. Und wir hatten uns auch damals gefragt, warum ist hier so eine komische Wand? Da haben wir uns wirklich gefragt. Ja, was soll das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hatten wir noch gerätselt, dass wir müssen hier auch noch irgendwie zusehen, dass hier noch ein Badezimmer hinkommt. Und dann haben wir gesagt, das gibt es doch alles gar nicht. Haben wir so ein kleines Loch reingeschlagen. Gucken da durch, sehen dann ja auch hier schon, das Rohre festgemacht. Abfluss, das gibt es ja gar nicht. Das Loch ein bisschen größer gemacht, durchgeguckt. Was steht da? Duschtrennwand, Duschwanne, WC-Gestell, hier war Wolle drin. Das war alles. Hast du Paco jetzt? Ja, Paco kommt. Hast du Paco überredet? Ja, Paco kommt. Dann könntest du Paco als Neuzugang bei so einem Schiff. Nee, kann ich ja noch nicht. Über das Badezimmer oder über Paco? Oder was ist hier jetzt wichtiger? Paco. Was ist denn so ein scheiß Badezimmer? Haut ab, interessiert mich nicht mehr. Dann ist das halt so. Kann doch alles sein. Hier, Timo, der wollte schon wieder schwer die Türen aufmessen. Wenn man so eine Tür kostet. Na, warte mal, jetzt hier, der Kinetik. Aber wieso hast du uns den Paco, vorenthalten? Du merkst du was? Ja, ja, der will das nicht. Der will nicht, der will nicht. Udo, was sagte Ronny? Wir brauchen Spieler. Sagt Ronny, ich hab leider keinen. Nee, hab er auch nicht. Ich will das nicht, weil du sagst, dass ich im Internet und ich kriege Anschluss von dir. Das sagst du jetzt auch nur, weil ich hier bin, weißt du? Und gleich denke ich, ja klar, komm ich weg und alle Bauchschreien und so weiter. Ja, sind wir die richtigen. Das kommt erst in 8 Wochen raus. Nein, das kommt erst in 8 Wochen. Das Video kommt heute raus. Ja, Dödelbatz. Oh! Ja, Paco! Ja, Paco! Paco, das ist der Freund! Du bist aus dem Irrenhaus hier, weißt du, das ist ein Irrenhaus. Wieso? Was ist jetzt? Gehen wir mal über das Badezimmer oder was ist jetzt? Oh, das ist doch nebensächlich. Du hast das. Du hast doch eine Matratze oder was soll ich nebensächlich? Wichtig ist das. Matratze liegt. Weißt du, wenn da ein Geld sparen, wenn alles schon fertig ist? Ja, aber Matratze. Matratze liegt da am Bett. Ich frage mich aber nur, da wird sie drin liegen, das ist eklig. Ich weiß aber nur nicht. Warum wurde das nicht fertig gemacht? Das hat ja einen Grund. Ja, warum fragst du mich denn? Vielleicht war Udo zuständig für die Baustelle. Das denke ich nämlich mal eher. Ich habe das ganze Gebäude, wo es gar nicht, dass es gibt. Oh, nee, oh Gott, oh Gott, bitte. Ah, nee, wir müssen das zumachen. Das geht ja nicht, wir haben ja gar kein Geld mehr über. Also das sind jetzt so 2000 Euro, das ist das Ding fertig. Ron. Da hat es jetzt gelegen. Ron, hast du Udo schon erzählt, dass unsere Videos jetzt Hollywood-reif sind, weil wir filmen? 23 Minuten habe ich gehört. Ja, aber ohne jetzt Pause. Leider nicht mehr, weil du ja jetzt mitspielst. Ja. Aber du bist. Hast du dein Drehbuch auswendig gelernt, Udo? Ja, natürlich. Du sollst doch jetzt ein Vorwärtssalto machen. Ja, Vorwärtssalto. Da rein. Wir machen mich schnell zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte ganz schlimme Schmerzen mit meinen Ichas nehmen. Wie heißt das? Du hast immer ganz schlechte Schmerzen. Ichas. Ichias, du Dumm. Ja, Ichias, sag ich doch. Du hast Ichas gesagt. Ichas. Ichas, hast du gesagt.
Auf jeden Fall, du komm mal irgendwie... Nur lass uns über den Badezimmer, ja, sonst dreht er gleich am Rand. Auf jeden Fall ist das ja nur so, Wilke. Lass uns doch hier die Tür machen. Ja. Wer kann das hier, muss er sowieso wieder zu. Udo, ganz am... Udo, warte mal. Wieso willst du jetzt hier eine Tür machen, wenn da eine Tür ist? Du, wo ist hier eine Tür? Wo hier. Ist hier eine Tür? Das ist eine Tür, und ist da. Durchgang. Was soll denn immer eine 63er Tür? Da kann ich nicht mal so durchlaufen, Nachbar. Aber die sind ja nicht alle so gebaut wie du. Ganz ehrlich, ich kann dir so durchlaufen. Ja, du kannst es so durchlaufen. Gib mal schnell den Platz hier. Pack auf! Hier musst du die Tür. Weil das doch nicht passt. Du musst auch einen vernünftigen Anschlag haben. Was für eine Tage willst du denn einbauen? Ja, aber du musst dir mal gebildlich das vorstellen. Ja, du ich baust mir mal eben ruhig vor. Ja, ja. Du baust hier die Tür ein. Ja, da war auch mal eine drin. Hier soll ja nachher zum Schlafen einer kommen, ne? Nee! Und zum Monopoly spielen müssen wir jetzt da. Ja, pass auf, dann geht er hier in sein Badezimmer. Ja, dann muss er erst aus dem Zimmer raus. Ja, und du bist doch noch gar nicht so weit. Hier kommt doch immer ein Ten getogen. Ja, da hin. So, und dann kommt hier, damit wir den Flur nicht so schmal machen, kommt hier eine Tür rein. Ja, und dann geht er, kommt er hier hoch, schließt hier auf. Wollt ihr einen Schlüssel und Tasche holen? Aufschließen, Klinke runterdrücken, nicht nach oben, so wie bei euch zu Hause. Ron, so, das kennt, Ron, das kennt Udo doch nicht. Dann machst du hier nochmal eine extra Tür mit Badezimmer, damit das Badezimmer und das Kennen von den Schlafbereich. Ron, woher soll Udo das denn kennen? Also, er schläft doch nur. Ja, aber er hat mich doch hier anzubölken, Idiot. Ich hab mich gebölkt. Du schreist hier wirklich rum. Ja, einen Moment. Du wolltest auch übrigens, Ron, er hat doch erzählt letzte Woche, ich schneide euch die Hecke hier, Ronny. Ich wollte es auch machen, stimmt, aber letzte Woche. Ja, Ronny. Ja. Und da kommt der Ronny. Zieht doch mal lieber aus der Hand, weil das tut mir nur weh. Ronny, ich mach euch die Regenrinne sauber. Ja, immer alles sauber. Ja. Und immer mit besten Tüchern. Ja. Weißt du alle das? Gibt's ja nicht bei euch irgendwie Sonne aus Musst du bei der Meierwerft eigentlich noch arbeiten? Ja, muss ich. Nun sei mal ruhig, aber jetzt haben wir hier bei was zu klären. Ruhig jetzt! Die haben nichts zu klären. Du bist jetzt ruhig, hör mir hier, zu. Die Tage haben wir nicht ausgemacht. Wir haben uns die Tage ausbauen. Das haben wir nicht gemacht. Interessiert mich die Tage jetzt nicht. Wir haben letzte Woche da kurz gesessen. Haben wir? Richtig? Haben wir? So, hau ab mit dem Ding da. So, was hast du gesagt zu mir? Als ich gesagt habe, Hecke schneiden, wollte ich denn, da hast du gesagt, wieso machst du das denn? Ich, hier kommen doch zwei Gärten. Moment mal! Wo und jetzt oh, aus Zusammenhang reißen? Ja, hier, aus Zusammenhang reißen. Natürlich kommen da Gärtner. Ja, siehst du! Mit Wilke, die aber sagen, soll vorne hinwegsteigen, damit wir trocknen und gemütlichen Füßen nicht so über die Scheiße ins Haus tellern müssen. Ne? Das ist ganz am Tino. Und die Regenrennen, die müssen auch sauber, habe ich dir auch gesagt. Und du hast gesagt, du machst das, Udo. Und du hast gesagt, du machst das, Udo. Du hast wirklich gesagt. Ich hab gesagt. Du hast es wirklich gesagt, du hast Udo. Udo, du hast es Udo. Wirklich gesagt. Hey, Leute. Ja, der darf mir auf Was hat er gesagt, Wilfried? Er macht die Regenrennen sauber, er wollte die Hecken schneiden, hat er gesagt. Und was macht er? Nix, gar nichts. Warte, wie immer, nix. Das Wort mit X, nee, das muss doch eigentlich wieder Paco einblenden. Immer. 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 Paco? Hier ist er. Wilfried. Wieso kennen die dich alle so gut? Weil sie mich kennen. Also, folgendes jetzt. Lehn dich doch nicht so ans Gelände. Der fällt ja der Rumsi-Pumsi runter und fällt unten noch in die Stühle. Und dann haben wir die Scheiße auch noch und dann verklagt er uns und dann können wir das ganze Leben oder zahlen für ihn. So, und jetzt zu den Stühlen. Den wolltest du auch schon längst im Keller haben. Was? Was soll die denn im Keller? Im Keller hast du den Fußboden beschickt. Was soll die denn im Keller haben, meine Matratze? Die kommt Freitag und beschickt den Fußboden im Keller. Jetzt hätte ich hier den ganzen Keller wohnen. Ja, aber du hast doch zu Paco die letzte Woche gesagt, warum stehen die Stühle hier noch? Ich hab gesagt, die kommen alle raus, die kommen auf den Anhänger. Hast du mal auf den Anhänger geguckt? Wie waren der schon mal produktiv im Gegensatz zu dir? Hast du mal auf den Anhänger geguckt? Ja, dann bring doch den neuen Anhänger her, wo du dir den wieder leisten wolltest. Ja, stell den doch hier hin. Kann ich mir die Leistung unter anhängen? Was ist jetzt mit Regenrinne? Ach, da wird mit dem doch nichts oder auch. Paco, du musst die Regenrinne sauber machen. Ich regenrinne dir gleich einmal, lieber, dann gehst du da durch. Dann ist das wie im Rinnsal. Wie im Rinnsal. Und dann plupp. Ja, ey, dann haben wir doch gerade videotechnisch festgehalten, wer da am Kekse. Das schneide ich raus. Gummikekse, sagst du denn? Gummikekse waren das ja auch. Ja. Die Beleidigung für meinen Gaumen war das. Und die hast du mitgebracht. Nee, die habe ich nicht. Die hast du mitgebracht, hat Wilfried mir doch erzählt. Ja, bevor ich hier ein Stück Kuchen mitbringe, will ich lieber dreimal von der Hecke fallen. Ja, wenn du da mal rüberfallen würdest, dann würdest du auch sehen, dass du nicht mehr schneiden musst.
Aber Udo, das ist wirklich Hollywood-like, die Kamera läuft hier nur noch durch. Ja, kann ich ja nichts für. So, ihr hättet auch schon mal durchsaugen, könnt schon mal aufräumen, können wir sie eigentlich auch. Udo, möchtest du den Udo? Den wollte ich wohl mal haben, der dich gleich mit Bett zahlt. Udo, möchtest du. Das ist eine Geldfrage, wenn du den bezahlst. Möchtest du nicht mal jetzt Ron zeigen, wie du die Bleche unten angebracht hast? Welche Bleche? Das habe ich mir gerade schon bekommen, mein Freund. Welche Bleche? Das habe ich mir gerade schon bekommen. Lass mal hingehen. Also da fällt dir ja nun überhaupt nichts mehr ein. Lass mal hingehen. Also, ich habe dir nicht ein Blech angesetzt. Nee, jetzt kann ich gar nichts angesetzt. So, jetzt. Ich kann dir jetzt gleich zugegeben, er hat hier noch nichts gemacht hier. So, jetzt sag ich ganz ehrlich. Ja, macht wieder nichts. Wie ein Sportplatz, da macht ihr auch nichts. Ja, auch nochmal am Zeichen, Leute. Respekt gleich um die Ohren. Ich habe jetzt Ja, was denn? Ganz ehrlich, ich habe hier noch nicht einen Handschlag produktiv gemacht. Ja. Wieso? Das weiß ich, du hast uns so produktiv von der Arbeit abgehalten. Das hast du gemacht. Du kommst hier komischerweise mal an. Ja, weil ich Stippvisite mache. Im Konfirmationsanzug setz dich draußen. Stippvisite? Hier brauchst du keine Stippvisite machen. Wir sind doch hier. Da brauchst du keine Stippvisite machen. Ja, dann ist das so. Und das Schlimme ist, ja, so läuft das auf Meierwerfung. Ja. Ja, klar, das ist so ein Meierwerfung. Ja, kommt morgens, ich mir richtig vorstellen. Klingen Sie sich ein Stempel in die Karte weg. Weil so rückschlägig ist er schon mal. 30 Jahren ja, aber in dem Bereich, wo du arbeitest, da ist er bestimmt noch so. Nee. Da haben die gesagt, nee, da brauchen wir wohl nichts. Komm mit meiner Chipkartengrößenkarte an, leg die drauf und lauf weiter. Du ziehst ja deine IC-Karte durch, dann machst du bestimmt. Dann hier, Bums, krank, gleich aufs Konto beweist, oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. So, und dann läufst du da so rein und dann, ja, eigentlich muss ich mich auch umziehen, aber so. Aber warte mal, was ist eigentlich noch für ein Hook? Kaffee, ne? Entweder aus der Maschine, ich weiß nicht, oder haben wir noch einen Pumpot? Nee, wir sind elektronisch, also elektronisch. Wir sind modern ausgerüstet. Ihr seid modern ausgerüstet. Ja, siehst du, die Knopf gedrückt haben, so extra stark, damit du morgens auch mal wach bist. Obwohl du ja 20 Kilometer schon hinfährst mit dem Fahrrad. Ja, lauf, musst du wach werden und dann sitzt du nicht mal hin. Ja. Lauf, Band sogar rauf, drück, Zucker rauf, auf die Seite. So. Und dann sitzt du da und dann einmal. Merkst du das, Udo? Merkst du, wie Wilfried dich nicht anwettert? Der hat doch gleich welche vor der Schnauze. Das ist ganz ehrlich. Oh. Nee. Udo, aber so kennen wir dich ja nicht. Was soll denn das? Nee, aber Udo, du wolltest. Ich soll dein wahres Gesicht zeigen, Udo. Komm, zeig mal her. Hau mal raus jetzt. Ja, du wolltest, Udo, du wolltest wirklich die Hecke schneiden. Hat er das gesagt? Hab ich gesagt. Ja. Was sagt er zu dir? Er wollte die Hecke schneiden. Ey, Alter, hat er gesagt. Ja, erstmal das. Genau. Das ist eine Beleidigung. Ey, Alter, jetzt hört mal genau zu. Das ist eine Beleidigung. Alter, jetzt hört mal genau zu. Ich schneide euch die Hecke. Nächste Woche habe ich ja wieder Spätschicht. Nächste Woche, wir haben Montag heute. Ja, ich habe Spätschicht. Es tut mir leid, ab morgen kann ich nur noch mit dem Fahrrad hierher fahren. Und bei so einem Regen fahre ich hier nicht mit dem Fahrrad her. Wenn hier solche Geisteskranke sind und die fahren hier im Regen her, dann tut es mir leid. Ich fahre hier nicht. Ich bin ja auch gerade im Regen hergefahren. Ja, mit dem Auto. Udo. Nimm die Finger aus dem Arsch. Hier lässt die Hausordnung durch, dann weißt du das mal. So, Udo, möchtest du den Schuppen von Wilfried mal vorstellen? Ja, kommt her. Produktiv haben Wilke und Wilfried den Schuppen fertig gestellt. Wilke? Ja, Wilke war dabei. Wilfried hat Wandfarbe mit Wasser vermischt. Ja. Geile Nummer. Erzähl das bloß nicht. Die Leute, die lachen sich ja kaputt. Hey, Ron, das kannst du besser rausschneiden. Was geht ab? Das war früher so. Ja, früher war das so. Aber wenn du das verdünnst, ne? Wie oft willst du denn über die gleiche Stelle streichen, bis sie deckt? Ja, das macht ihn ja 37 nichts. 37 Mal oder was? Bei Wilfried ist das so, wenn er eine Stelle nur streicht, dann braucht er sich nicht bewegen. So, Wilfrieds Eisenhenkel. Ja. Geile Bude hier. Aber da hat Udo das bestimmt ja nun nichts Produktives dran gemacht, ne? Doch! Was hast du denn gemacht? Die ganze Regal habe ich rangebracht. Und ich glaub, so was hat Wilfried gemacht. Guck mal, wie schräg das Regal ist da unten. Ja, guck mal hier. Ja, das werde ich auch hier. Und ich sag, wenn es reinregnet, dann kannst du da drauflaufen und wollen zeigen, wie im Rindfall die Regen läuft da draußen. Ich war das Wasserrinde. Ja. Hast du die gebaut? Nee, Udo. Udo, guck dir das mal an. Halt da meine Wasser. Ich bin stolz, weil ich das so schön gemacht habe. Und jetzt kriege ich Lach. Was willst du denn? Wasserwaage. Die so überziehen, dass man guck dir doch. Dann bring ich schief! Bring hierher. Gerade zeige ich. Das sind ja auf 2 Meter und 3 Zentimeter. Ja, in Astrein bist du. Udo, Regal mit Gefälle bauen, das kannst auch nur das du. Das Bier. Was hier? Guck da drauf. Ja, das Regal haben wir so, das da unten. Das hat oben. Meier. Da musst du eben einen Zahn hochmachen. Ja, kann das doch normal sein. Bitte seid ihr zu, da gibt es ja keine Ausrede für. Das ist einfach Dummheit. Meier hat zu mir gesagt, willst du das Brett haben? Ich sag, wieso? Das ist sowas von schief. Ich und dann sag, baust du das an. Du meinst jetzt, das Brett ist so schief. Hä?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wisst ihr, wenn das in sich vielleicht gedreht ist, ja. Aber das kann doch nicht so schief sein, dann hängt es halt. Ron, weißt du, wo der Fehler ist? Ja, klar, ich fange nicht auf einen höher. Einen höher. Ja, logisch machen wir das jetzt. So. Hey, wer hat den Haken runtergesetzt? Hier, der Haken, ich mach den. Der liegt jetzt auf dem Boden, der Haken. Packst du nur und ja, ne? Wilfried, Udo, bevor ich hier einen Haken rausnehme, ich krieg hier nur noch Lack. Und wenn ich hast du gesehen, der Haken fiel ja so raus, den musst du auch festmachen, ne? Ja, ich muss mich höher. Ich kann nicht höher, weil ich irgendwas hochdrücke. Hier kommen zwei Fachmänner, wo nichts mehr stimmt. Das ist so blöd, ich wenn du. Ich guck mal hier. Das ist ja schön, wenn du mal mit einpacken willst. Kann ich nicht, was du mir warte, ein Video. Wird nur geschrien. So, jetzt runter. Jetzt runter. Ey, oh, du bist von. So blöd. Ich seh ja doch nicht. Hey, was ist denn da? Dann hol'n Brille. Ich denke. Siehst du doch nicht von vorne. Was ist hier eigentlich los? Was ist da drin ist? So, nun lauter mehr so auf. Mann, oh Mann. Nun steig ich rund um den Kopf, die ganze Scheiße. Sie hast du vorne. Warte gerade, ne? Nee. Das ist aber, Wilfried, was hast du da denn jetzt gemacht? Das sind zwei Schlaumeier. Ein zu viel. Das sind zwei Schlaumeier, die wollen mehr wissen wie ich. Das ist das Problem nämlich hier. Ja, interessiert mich doch nicht. Ihr seid doch solche Experten. Der muss einen höher. Und du, ganz ehrlich, musst du nicht zur Arbeit? Ja, jetzt. Ja, sieh zu. Ich fahr mit Gott, aber fahr. Ich fahr jetzt nach Hause, es gibt gleich Rollbraten. Wie nach Hause, das ist auch Rollbraten. Ja. Wenn du dir hier zum Mittag noch so einen dicken Rollbraten Head of Fives, ne? Dann kannst du dich doch gar nicht mehr arbeiten. Was soll das ändern? Ey, du musst doch auch was zu essen haben. Ich hab vorgesucht. Ja, natürlich. Hast du dein Brötchen heute Morgen gekriegt oder hat jemand anders? Seitdem der Zier nicht mehr im Büro ist, kriegt er sein Sesambrötchen. Das stimmt allerdings. Hast du sein Büro eigentlich schon vermietet? Nee, ich krieg ja sein Büro bei ihm im Büro. Was willst du machen? Das Schlimme ist, da sitzt schon ein anderer. Ja, da sitzt schon ein anderer. Das weiß ich ja noch gar nicht. So lange war schon gar nicht mehr da. Jawohl, ich war doch letzte Woche da. Aber ich krieg einen Schreibtisch bei dir im Büro. Aber nach dir habe ich alles abgeholt. Du kriegst ja meinen Schreibtisch. Du hast hier unten rechts unterschrieben. Summe X habe ich auf dem Konto. Oder kannst du machen, was du willst. Ja. Möchtest du mit einsteigen im Trockenbau-Business? Nee, danke. Mach die beiden das mal schön. Jetzt sind die Laden ganz weit nach oben. Wir beiden? Ja. Wenn ich bei dir einsteige, machen wir innerhalb von einem Jahr machen wir Millionen Umsätze. Konkurs. Ja. Ey, ihr wisst gar nicht, mit was. Millionen Konkurs, genau. Ey, ihr wisst gar nicht, was für Talent. Millionen Umsätze. Darf ich ihn ganz kurz? Was soll ich denn jetzt ändern? Ja, so. Ach, Wilfried, warte mal. Was ist das denn? Warte, ihr müsst im Still sein. Ihr müsst im Still sein. Wilfried, mach ihm deine Jacke auf. Wir machen die Kamera ja bei Ron nicht mehr aus. Das ist ja wie ein Hollywood-Film, richtig? Richtig. Jetzt muss ich wieder Werbung machen. Ja, du musst jetzt Werbung machen, damit du es eben kurz ausziehst. So, pass auf. Sag, was du zu sagen hast. Hey, Alter. Du lass das Ding in der Hose. Weil ihr müsst ihn aussprechen lassen. Nochmal von vorne, Wilfried. Hey, Alter. Das ist unsere neue Kollektion. Wenn ihr die Sachen kaufen wollt, ne, müsst ihr einfach online gehen und hochwischen. Nee, hier kann man ja nicht hochwischen, das ist ja ein Facebook-Video. Die neue Kollektion Moin Miteinander ist online und mit dem Kauf der Kollektion unterstützen die Zuschauer was? Die Kindertagesstätte. Genau, das heißt, die Kollektion haben wir rausgebracht, die Einnahmen dadurch nehmen wir für die Kindertagesstätte. Ja. Und noch was Besseres, wir haben alle Preise im Shop angepasst. Wir sind jetzt günstiger geworden, wir haben alles optimiert, also www.moin-alda.shop. Wir haben versucht, alles ein bisschen günstiger zu machen, damit sich auch wirklich jeder das jetzt leisten kann. Ja. Jo. Was geht ab? Nix mehr. Das ist doch eine Hektik hier, ne? So, ich stress mich gar nicht so rum. So, musst du jetzt nicht weg? Ja. Aber wenn ich das sehe, ne? Ja, hättest du auch das schon mal mähen können. Nee, das wird ein wunderschöner Kinderspielplatz. Ey. Ja, wie das ja auch, wenn du mal langsam anfängst. Ansonsten. Wieso soll ich das? Du Tag, hast so zugewuchert, dass da keiner mehr spielen kann. Soll die Kinder durch den Dorn kriechen oder was? Jetzt nehmen wir jetzt, dann guck dir die Scheiße doch mal an da. Da wird alle grüner und grüner hier, das Buch ist schon alles dicht. Du kannst doch mal eben mähen, weißt du, mal ein paar Sträucher, kannst du schon mal abhaken. Ja, du hast einen Gärtner. Ja, natürlich machst du einen Gärtner. Ja, aber das Grobe kannst du doch schon mal eben machen, oder nicht?